und natürlich auf dem neuen Downhill-Bike von hier. Alter! Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV? Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder auf ein paar anderen Trails hier in der Gegend unterwegs. Waren wir auch schon mal auf dem Kanal, aber ist eine ganze Weile her. Und natürlich auf dem neuen Downhill-Bike. Der Boden ist relativ vereist. Es ist mittlerweile ziemlich kalt bei uns. Aber es sind zwei Jungs hier, die gesagt haben, dass das Ganze recht gut funktioniert. Und wir fahren heute ein paar Runden auf dem neuen Downhill-Bike. Haben jetzt noch so eine anderthalbe Stunde, zwei Stunden Zeit, bis es dunkel ist. Machen jetzt hier ein paar Abfahrten und wird sicherlich ziemlich geil. Ab geht's. Bam. Ab geht's, erste Runde. Es knirscht schön. Yes. Juhu. Weiter. Beim letzten Mal, wo ich hier war, war es hier auf der Strecke so nass, dass das Stück nicht richtig funktioniert hat. Ja. Alter, der andere. Ey, reinpressen kann man sich trotzdem noch gut. Ja, ja. Geht trotzdem geil. Aber ja, eine Stelle war ein bisschen icy. Aber irgendwie besser so, finde ich, als wenn es übelst schlammig ist. Schieben jetzt mal den nächsten Trail von unten nach oben durch, um mal zu checken, wie die Strecke aussieht. Wie gesagt, alles relativ eisig. Das ist ein ziemlich fettes Gap hier unten gegen Ende des Trails. Ich laufe es mal ab mit den Füßen. Ja, große 6 Schritte von hier. Relativ enge Stelle hier. Bike passt wieder zum Untergrund heute. Punkt davor. Steinfeld. Und hier großer Anlieger, den man eigentlich ziemlich geil cutten kann. Aber ich glaube, das wird heute rutschig. Und hier oben, wer die alten Videos kennt, hat den wahrscheinlich schon gesehen. Hier oben ist ein fetter Stepdown-Sprung. Und dann geht es ja auch gute 4-5 Fahrradlängen darunter. Kurve rein und dann das untere Streckenstück, habt ihr ja gerade gesehen. Ziemlich, ziemlich geile Sektion. Ja. Yo. Also erste Runde lief ziemlich geil. Macht mega Spaß, das Teil. Wir machen jetzt nochmal im Train drüber und danach fahren wir dann die Line einmal komplett. Wir fahren jetzt doch nicht sofort die komplette Abfahrt. Wir haben jetzt gesagt, wir machen an dem Stepdown mal ein, zwei kleinere Tricks. Und ich würde jetzt mal ganz gern hier einen Toboggan machen. Geht's hier schön weiter runter, das ist wie so eine Rhythm Section.
durch den Wald. Ich habe jetzt bloß dem anderen versprochen, dass ich gleich noch mal von außen drauf halte. Deswegen wäre es zu langer Weg von unten. Nick. Yo! Und den wollte ich auch noch machen. Nick hat vorgelegt. Nice! Nächste Mission. Suicide Nohan auf der neuen Waffe. So gut, oder? Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, aber wir spielen es gleich noch mal kurz ab. Nick hat gesagt, er ist einfach kurz irgendwo an einem kleinen Ast hängen geblieben. Und wenn man es noch mal anschaut, hört man so ein kurzes Knacken. Yeah! Irgendwie mit... Ja, hey. Schulter und Helm. Geil. Okay. Ich würde da safe auch drin hängen bleiben. Deswegen ist der weg. Alter. Und jetzt fahren wir die Line einmal komplett. Are you ready? Ready. Yes. Einmal die komplette Abfahrt. Yo. Yes. So geil! Ja, aber geil! Mega gut! Geil, dass du durchgezogen hast. Ich hoffe, man hat es gut gesehen. Hier geht es jetzt noch so einen ja auch entspannten Trail nach unten, aber da fährt man außenrum 20 Minuten wieder hoch. Und wir fahren jetzt eher mal hier das Teilstück noch ein zweites Mal. Schieben jetzt gerade mal noch ein kleines Stück weiter hoch. Wird immer länger. Geht hier über eine Wurzelpassage unten in Sprung. Geht wieder von da oben los. Okay, lange Runde. Yes. Geil. Fett. Teilweise ist schon wie auf Skien, manchmal. Also irgendwie geht's geil, aber manchmal auch komisch. Schwierig zu erklären. Aber mega Bock. Es geht jetzt hier noch ein ganzes Stück weiter nach unten, aber ich kenne es gar nicht mehr. Ich bin es einmal gefahren. Häng mich wieder ran. Alter! Alter! Alles drauf. Ja, aber hier ist gar nicht mehr so hart gefroren wie oben. Ich glaube, mit dem Enduro macht das hier noch mal mehr Bock. Aber ist trotzdem geil. Hammer. Alter! Soll ich wieder vor? Ich kann auch mal, ja. Kannst du machen.
mega Bock gemacht heute hier auf den Home Trails. Lange nicht hier gewesen. Danke an Nick und Christian fürs Bekleiden. Die Waffe läuft nach wie vor mega, mega gut. Der letzte war eher so ein bisschen ja, Singletrail-mäßig, hat aber auch übelst Spaß gemacht. Mein Favorit aber oben der Stepdown mit Kurve und dann diese Rhythm Section danach. Richtig, richtig geil. Teilweise ein bisschen wie auf Schienen, aber können uns nicht beschweren, im Dezember noch draußen Rad zu fahren. Mega, mega gut. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch einen geilen Sonntag. Haut rein, Leute. Peace.